Yo, liebe Malonzo Gang, es ist 19 Uhr und heute reagieren wir auf böse Onkels. Ha, das habt ihr natürlich in meiner WhatsApp-Gruppe vorgeschlagen. Auf jeden Fall vielen lieben Dank an den lieben Philipp, der das vorgeschlagen hat. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für euren kranken Support in letzter Zeit, für die positiven Kommentare, für die Abonnenten, die dazugekommen sind. Es freut mich einfach zu sehen, wie die Videos euch einfach gefallen. Und ich hoffe natürlich, dass ich euch mit dem Lied auch wieder einen Gefallen tue. Also ja, lasst es mich einfach mit einem Daumen nach oben wissen. Gerne mit einem Abo, dann verpasst ihr keine Reaction-Videos und ihr unterstützt mich, mein Ziel zu erreichen. Wir können es wirklich schaffen. Vielleicht erreichen wir noch Ende dieses Jahres 630 Abonnenten oder 650. Wäre auf jeden Fall nice. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. So Leute, natürlich habe ich mir das Musikvideo rausgesucht, das was 2 Millionen Aufrufe hat. Natürlich dazu gesagt, ist kein offizielles Video, aber es passt irgendwie dazu. Also ja, ist ein Fanmade-Video, aber sieht trotzdem sehr nice aus. Let's go! Schatten länger. Die Tage kürzer. Die Kreis enger. Freunde gingen, die Einsamkeit kam. Ja, selbst die Engel verschwanden irgendwann. Denn mein Leben lag in Scherben, hatte seinen Sinn verloren. Ich spürte nur gefrorene Leere. Ich fühlte mich wie tot geboren, wie tot geboren, wie tot geboren. Die Lyrics sind sehr krass. Wie tot geboren. Und interessant natürlich. Ich kostete den bitteren Geschmack der Sterblichkeit. Ich wollte es beenden, fast war es so weit. Oha. Ich vergiftete mich selbst, doch ich hab es überlebt. Ich verbrannte meine Brücken, ich weiß nicht, ob ihr versteht. Ich höre die Lyrics und ich muss schon sagen, klingt auf jeden Fall sehr krass. Ich versuche natürlich ein bisschen mehr auf die Lyrics zu hören. Die Gitarre ist auf jeden Fall sehr nice und sehr simpel gehalten. Ja, aber ich höre natürlich auf die Lyrics, das ist ganz wichtig. Bei dem Lied kann man die auch sehr klar und deutlich raushören und es klingt auch wirklich so von wegen, yo, du sollst es auch klar und deutlich verstehen, so und so und so ist das. Ja, ist gut, ich wirklich gut. Ich wollte ein Fensterplatz im Himmel, doch ich schaffte seinen Schatten. Ich tötete jedes Gefühl, alles, was ich hatte. Sieht das schlimm aus. Alles, was ich hatte. Alles, was ich hatte. Alles, was ich hatte. Jetzt, wo ich clean bin, wird mir alles klar. Ah. Jetzt, wo ich clean bin, weiß ich, wo ich war. Oh mein Gott. Sehr schlimm. Es riss mich fort in eine andere Zeit, in andere Welten. Ich floh vor mir, vor meinem Herrn und meinen Ängsten durch die Mauern des Bewusstseins in das Reich des Vergessens, in die endenden Rausch. Vom Heroin besessen. Genau, H ist ja Heroin mitgemeint. Vom AIDS besessen. Vom Heroin besessen. Ah. Vom Age besessen. Das war heftig. Also das Musikvideo hat auf jeden Fall sehr, sehr gut reingepasst. Und der Text erstaunt mich natürlich. Und dem einen hat er einfach gerade den Arm gefehlt. Weil das, glaube ich, der Arm war, wo er sich, ne? Das ist krass. Also ohne Witz, das bewegt einen auf jeden Fall. Ja, Leute, das war H von den Onkels. Ich fand das Lied sehr simpel, aber die Lyrics nehmen einen auf jeden Fall mit. Er sagt ja auch, er wurde wieder
clean und das ist auf jeden Fall sehr gut. Aber wir so, ja, also wirklich, die Lyrics, Leere und ja, ist einfach, ist heftig. Der Text ist auf jeden Fall heftig. Ist sehr simpel gehalten mit einer Gitarre, aber mehr braucht es auch nicht, wisst ihr? Und ja, das müssten die mal live spielen, ohne Scheiß. Das müssten die mal live spielen. Einfach mal, ja, um Leute aufzuwecken. Vielleicht. Weil vor vielen Menschen live kann man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr bewirken, als wie auf YouTube das hochzuladen, ist ja logisch. Aber nee, aber das Lied war wirklich an sich sehr simpel gut gemacht. Und ja, hat mir auf jeden Fall gefallen, auch vom Text her, Leute. Falls ihr jetzt noch weitere Vorschläge habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr würdet mich mega supporten, ihr wisst, wie es läuft. 19 Uhr immer wieder eine Reaction. Ich freue mich immer auf euch, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Reaction-Video wieder. Habt jetzt einen positiven Tag.